Lieber YouTube-Zuschauer, wir Creator sind nicht deine Freunde, empfinden keinen Funken Liebe und um ehrlich zu sein, mögen wir dich nicht einmal. Nicht, weil wir dich unsympathisch finden, sondern einfach, weil wir dich nicht kennen. Wenn das schon wehtat, dann halte dich bitte fest, lieber Zuschauer, denn ich werde dir jetzt noch etwas Schockierenderes mitteilen. Du magst uns auch nicht. Wow, okay, das muss man erstmal sacken lassen. Ich habe dich neulich in einem Video gefragt, warum genau du meinen Kanal abonniert hast. Obwohl mir irgendwo bewusst war, dass ich damit überschwängliches Lob provozieren könnte, war ich zu neugierig. Was genau magst du, lieber YouTube-Zuschauer, an meinen Inhalten und wofür bist du hier? Was dann geschah, ließ mich gleichermaßen errötet, überrascht und auch etwas schockiert zurück. Lieber YouTube-Zuschauer, gleich einige deiner Spezies haben mir geschrieben, dass sie mich sympathisch finden und der festen Überzeugung sind, dass wir befreundet sein könnten. Auch zuvor gab es schon einige Kommentare, die einfach annahmen, dass ich in den Videos dieselbe Version meiner selbst bin wie im sogenannten echten Leben. Ich will nicht ausfallend werden, weil ich auch überhaupt nicht sauer bin, lieber YouTube-Zuschauer, aber das ist echt Humbug. Wenn ich mich vor eine Kamera setze, tue ich das, weil ich Spaß daran habe. Ich will über Inhalte reden oder Momente festhalten. Das ist eine bewusste Entscheidung und ich bin mir in jeder Sekunde im Klaren darüber, dass alles, was ich sage, auf die Goldwaage gelegt werden könnte. Meine Meinung könnte dich beeinflussen und allein deshalb versuche ich eben der beste Marius Scholz zu sein, der ich sein kann. Und Achtung, jetzt kommt die Riesenschlagzeile dieses Briefes. Gerade außerhalb der Videos bin ich nicht immer der beste Marius Scholz, der ich sein kann. Lieber YouTube-Zuschauer, du musst dir immer eines bewusst machen. Selbst wenn du 100% meiner Videos gesehen hast, kennst du nicht einmal 10% meines alltäglichen Lebens. Nein, ich sitze nicht immer aufrecht auf einem Sessel. Nein, ich versuche mich nicht immer so gewählt auszudrücken. Nein, ich rede auch nicht den ganzen Tag über Filme. Meine Güte, ich rede außerhalb der Videos nicht einmal sonderlich oft Hochdeutsch. Vielleicht bin ich Dienstleister, Entertainer, Filmkritiker oder, wie ich es ausdrücken würde, einfach nur ein Typ, der in eine Kamera redet. Dein privater Freund, lieber YouTube-Zuschauer, bin ich nicht. Trotzdem, LG M. Scholz.